Herzlich willkommen zum ESPEN-Webinar vom Infostand zum Influencer. Neue Wege der politischen Bürgerkommunikation mit dem Bundestagsabgeordneten der CDU, Philipp Amthor. Mein Name ist Rüdiger Lenz und ich darf Sie auch auf diesem Wege sehr herzlich zu unserem Webinar heute Abend begrüßen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Damit ist auch gleich das Stichwort Corona und politische Kommunikation. Corona hat unsere politische Kommunikation erheblich verändert, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im Verwaltungsbereich. Sie haben es eben erwähnt, aber zunächst zu Ihrer Person. Viele haben sich zugeschaltet, weil sie Sie kennenlernen wollen. Nicht alle haben Sie im Februar letzten Jahres im Bundestag erlebt, wo Sie sozusagen als Senkrechtstarter in die politische Arena gesprungen sind und der AfD eine vielbeachtete Lektion in Sachen Verfassung gehalten haben. Das wäre auch ein Thema, was wir noch streifen werden, nämlich das Verhältnis zur AfD im politischen Raum. Aber heute Abend geht es um Sie als Person. Es geht um die politische Kommunikation und die auch in Zeiten Coronas. Und das wäre meine Einstiegsfrage an Sie heute. Hat Corona die politische Kommunikation vor allen Dingen im virtuellen Bereich, sprich Social Media und so weiter, nicht nur angeschoben, sondern weiter revolutioniert? Und werden wir das auch weiter spüren im politischen Alltag? Ich glaube vor allem, dass Corona mit Blick auf die digitalen Veränderungen unserer Welt, auch die digitale Kommunikation, eher den Blick noch klarer hat werden lassen auf Veränderungen, die schon im Begriff waren. Denn natürlich ist es so, dass das Bilden von Meinungen, das Mitdiskutieren an vielen Stellen ja auch vor Corona ganz maßgeblich schon über die Kanäle von Social Media und anderen Orten stattfand. Das war ja auch schon in der politischen Diskussion immer. Aber jetzt wird es natürlich umso klarer und umso notwendiger, dass Politik eben gerade in Zeiten von Homeoffice, gerade in Zeiten fehlender persönlicher Treffen, nicht dazu führen muss, dass sie nicht weiter kommuniziert wird, sondern wir müssen, das habe ich vorhin ja zum Verwaltungsverfahren gesagt, aus der Not eine Tugend machen und jetzt auch sehen, dass wir dann den Ansporn nutzen sollten, jetzt neue digitale Formate auch in unsere Kommunikation einzubinden. Aber ich sage auch immer eines, ganz wichtig, Kommunikation kann, so gut sie ist, und darüber reden wir heute ja schwerpunktmäßig, aber deswegen ist mir das als Vorbemerkung wichtig, die beste Kommunikation sollte hoffentlich nie gute Inhalte ersetzen, sondern gute Inhalte kommunizieren. Und deswegen geht es immer darum, so sehr man über Kommunikation reden kann, was Politiker immer treiben sollte, sind vor allem politische Überzeugungen und Inhalte. Und gerade politisches Handeln ist in dieser Corona-Krise natürlich sehr notwendig. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, die vor allen Dingen Ihre Biografie nicht kennen, Sie haben hinter sich sozusagen im Bild sichtbar eine eindrucksvolle Sammlung juristischer Werke. Ja. Sie sind Jurist, Sie haben Jura studiert, Sie sind ein scharfer Debatter inzwischen, als solcher auch im Bundestag bekannt. Sie werden eher dem konservativen Flügel Ihrer Partei zugerechnet, sind der zweitjüngste Abgeordnete im Bundestag und für mich besonders wichtig, der ich in Mecklenburg-Vorpommern ja häufiger auch mit zu Hause bin, Sie haben Ihren Wahlkreis direkt gewonnen mit 31,2% in meiner Nähe sozusagen in Neubrandenburg und das gegen einen Kandidaten der AfD. AfD ist für mich gleich ein Stichwort, die ja sehr frühzeitig die sozialen Medien als politisches Instrument erkannt haben, noch vor den anderen klassischen Parteien. Sie haben sehr früh für sich das Ganze erkannt und spielen es inzwischen hervorragend. Sie sind, wie Sie mir im Vorgespräch sagten, jetzt inzwischen hinter Jens Spahn sozusagen, mit den größten Zahlen, Likes und so weiter. Geht darüber manchmal dann doch der persönliche Kontakt verloren oder inwieweit spielt persönlicher Kontakt und persönliches Kennenlernen im Wahlkreis auch immer noch eine wichtige Rolle? Also ich würde sagen, Social Media kann und sollte nie den ganz nahen Bürgerkontakt ersetzen. Gerade im Wahlkreis ist es das Wichtigste, eine feste Erdung zu haben und immer wieder da auch den Austausch zu pflegen und zu suchen. Ich glaube, gerade wenn ich jetzt meine politische Arbeit anschaue, hat man doch sehr unterschiedliche Zielgruppen, die man erreicht. In meinem Wahlkreis ist es schon das Wichtige, die Leute schätzen mich dort auch und ich schätze es dort, weil man natürlich sich gut und anders versteht. Ja, man tritt dort nicht unbedingt sozusagen nur
als der politische Kommunikator aus Berlin auf, sondern ich bin im Wahlkreis natürlich auch sehr, sehr häufig, um vor allem aufzunehmen, zu reflektieren, Dinge wieder nach Berlin mit zurückzunehmen. Das ist bei Social Media auch wichtig, aber natürlich ist es im Social Media Bereich weniger persönlich. Und da steht traditionell, würde ich sagen, etwas mehr das Senden im Vordergrund. Aber als Politiker, wenn ich mir das erlauben darf, sind wir sowieso sowohl in Social Media als auch in der realen Welt häufig eher im Sende- als im Empfangen-Modus. Und ich glaube, da muss man verstehen, dass da schon auch beides zusammengehört. Und was Social Media angeht, da bin ich ja eher ehrlicherweise ein bisschen ein Spätstarter mit Instagram, wofür ich mich ja bewusst entschieden habe, wo ich eben diese große Reichweite habe. Gerade eine junge Zielgruppe, viele, die sich interessieren, wenn ich hier vor dieser Bücherwand Grundrechte erkläre. Ja, also zehntausende Klicks auf Erklärvideos über Verfassungsrecht, wer hätte das gedacht? Die Leute wollen das, wünschen sich das sogar, neue Erklärinhalte. Das habe ich ja erst relativ spät entdeckt und muss sagen, es war vorher vielleicht ein bisschen eine Fehleinschätzung zu sagen, naja, in den sozialen Netzwerken, da geht es nur um Selbstdarstellung. Das betreiben manche so, aber man kann es eben auch zur Vermittlung von Inhalten nutzen. Herr Amthor, politische Volkshochschule sozusagen auf einem schwierigen Sektor hat offensichtlich Erfolg, jedenfalls für Sie. Wie erklären Sie sich das, wo man normalerweise von einer apolitischen Jugend redet, der man komplexe Inhalte überhaupt nicht mehr vermitteln kann? Ja, also ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass die Leute natürlich Interesse daran haben, gerade die Jüngeren, ernst genommen zu werden, Dinge, die vermeintlich basal klingen, erklärt zu bekommen. Das habe ich vor allem jetzt in den Zeiten von Corona zum Anlass genommen. Ich habe in einem zweiteiligen, wie eigentlich das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag funktioniert, im Regulärfall und wie es sich verändert hat jetzt unter den Bedingungen von Corona. Und das wollen die Leute, weil sie eben auch Social Media natürlich auch als Unterhaltung nutzen wollen, aber auch eben für einen Mehrwert. Und ich glaube, das kann man darüber sehr, sehr gut anbieten und die Leute niederschwellig über Politik erreichen. Das ist es ja immer, was zusammengehört. Aber das muss eben auch einem späteren Zweck folgen, nämlich dem Vermitteln von politischen Botschaften und von Inhalten. Das ist im Wahlkreis ja auch ganz wichtig, niederschwellig unterwegs zu sein. Nicht nur die großen Reden auf dem Marktplatz zu halten, sondern sich auch mal sehen zu lassen, bei den Dorffesten die Vereine zu besuchen, nah bei den Leuten zu sein. Aber auch da muss es ja darum gehen, jeweils mit der Zielstellung für Politik zu interessieren und dafür zu werben, wie sozusagen politisches Arbeiten funktioniert. Nun sind Sie ja auch bekannt für Ihre überaus korrekte Kleidung. Ich freue mich, dass Sie heute Abend den Schlips abgelegt haben. Ich hatte ihn noch gar nicht an heute. Also für alle, die ihn nicht kennen, das ist schon außergewöhnlich. Normalerweise treibt er sich auch sonst sehr fein und geschniegelt rum. Ich sage das deshalb, weil das viele für, sagen wir mal, für kritisch oder für etwas gewöhnungsbedürftig halten. Und ich habe neulich mit einem Bürgermeister, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, in Ihrem erweiterten Wahlkreis gesprochen, der älter ist und durchaus der Jugend gegenüber nicht unbedingt immer aufgeschlossen. Ich sagte, was halten Sie denn von dem Philipp Amthor? Sagt er, ich kannte den nicht. Fand den, das war ein feiner Pinkel. Aber dann habe ich den in der Zuckerfabrik erlebt. Da hat er fachkompetent auf die Leute zugehend argumentiert. Und dann bin ich weggegangen und habe gesagt, der kann was. Der ist kompetent, der überzeugt. Da habe ich gesagt, wenn einer das kann und auf dem Parkett in Berlin auch gleichzeitig agiert mit dem Florett, was wollen Sie eigentlich werden? Sie wollen als nächsten politischen Schritt Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden, mit 29 Jahren. Da haben Sie sich viel vorgenommen. Wie wollen Sie das schaffen? Naja, also der Landesvorsitz ist in der Tat eine sportliche Sache, sogar mit 27, aber die Chancen sind sehr, sehr gut. Das würde ich schon sagen. Wir haben einen Parteitag terminiert gehabt, eigentlich im März, der jetzt entfallen musste wegen der Corona-Überlagerung. Und in der Tat wäre ich dann einer der Jüngsten oder der Jüngste jemals in dem Amt als CDU-Landesvorsitzender. Aber ich kann immer nur sagen, Alter, Äußerlichkeiten. Das sind doch alles an vielen Stellen auch Oberflächlichkeiten, wo ich persönlich nur sagen kann, ich bin froh und dankbar, dass eine meiner zentralen Überzeugungen und Lehren auch aus der Parlamentsarbeit ist, dass am Ende nicht Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten, Alter, die Farbe eines Jacketts oder die Frage, wie gut man einen Krawattenknoten binden kann, entscheiden, sondern gute Argumente und Authentizität. Und ich finde, nun ehrlich, es gibt schlimmere Vorwürfe, als dass man gut angezogen ist. Das zum einen. Und andererseits wundere ich mich auch manchmal, worüber sich andere Menschen wundern. Ich finde es nicht
verwunderlich, wenn ein Abgeordneter eine Krawatte und ein Jackett trägt und sich die Haare kämmt. Heutzutage ist es aber so, wenn man nicht rumläuft wie Robert Habeck, ist man ja schon der Rebell, habe ich manchmal den Eindruck. Das finde ich dann doch schon etwas speziell. Und ich sage, da geht es um Authentizität und dieses ganze Reden über Äußerlichkeiten. Wissen Sie, das hat mich ja auch dann manches Mal, ich konnte auch diese Anmoderation, jetzt sprechen wir mit dem 24-Jährigen, 25-Jährigen, mit dem jungen Abgeordneten Philipp Amthor, das habe ich ja jahrelang gehört, aber ich habe mich davon nicht abschrecken lassen, sondern habe das immer zum Vermitteln von Inhalten genutzt, bis dann im Deutschlandfunk irgendwann morgens gesagt wurde, wir sprechen jetzt mit dem CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor. Und das fand ich war dann doch die sehr viel nettere Ansprache. Bleiben wir mal bei der Politik und bei den Inhalten der Politik. Zum anderen aber vielen Dank für die Klarstellung. Sie können sich hier bei Espen gut aufgehoben fühlen. Das tue ich ohnehin als Transatlantiker. Für Umgangsformen und für ein gutes Benehmen und Respekt voreinander sind wir durchaus auch bekannt. Inhalte. Was sind die Inhalte in Ihrem Wahlkreis? Sie sind europapolitisch unterwegs, innenpolitisch sehr stark, was Sicherheit anbetrifft und verfassungsrechtlich. Was sind die Inhalte in Ihrem Wahlkreis? Das sind ja diejenigen, die hier vielfach als die Abgehängten, die Zurückgebliebenen, die Problembürger gelten. Und der hohe Anteil von AfD-Wählern in Ihrem Wahlkreis spricht ja auch gewissermaßen auch dafür, dass es dort eine Problemlage gibt. Was sind da die Anliegen der Leute, wenn Sie uns ein paar Themen nennen können? Zunächst mit Blick sozusagen auf die Frage meiner fachlichen Zuständigkeit im Parlament ist immer eins wichtig, die direkt gewählten Abgeordneten, die nicht nur über Parteilisten gewählt werden, sondern die direkt gewählt in ihren Wahlkreisen vor Ort sind, die sind eben immer auch Fachpolitiker, so wie ich im Innen-, im Sicherheitsbereich, aber sie sind gleichzeitig auch natürlich immer für alles zuständig und müssen im Prinzip in allen Bereichen sprechfähig sein. Weil wissen Sie, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, der Satz, oh, dafür bin ich nicht zuständig, der kommt mir nicht über die Lippen. Sondern als Bundestagsabgeordneter kann man nur dann reüssieren, wenn man zumindest auch als Transmissionsriemen, als Vermittler in allen Bereichen gut auftaucht und Politik in verschiedenen Facetten erklären kann. Das muss auch der Anspruch sein. Was bewegt die Leute in meinem Wahlkreis besonders? Oder damit verbunden die Frage, warum haben bei manchen Wahlen so viele die AfD gewählt? Wissen Sie, das habe ich mich auch gefragt. Ich war mit meinem Team an über 10.000 Haustüren unterwegs zur Landtagswahl, zur Bundestagswahl 2017. Und da war es so, wir wollten natürlich daraus lernen, wie man eben so stark verlieren konnte an die AfD ein Jahr zuvor bei der Landtagswahl. Und ich habe die Leute dann oft gefragt, aber was halten Sie denn von der AfD? Die lösen ihre Probleme doch auch nicht. Da haben mir die Menschen meistens gesagt, ja, das wissen wir. Aber wir haben die auch nicht gewählt, damit sie unsere Probleme lösen, sondern weil wir von euch enttäuscht sind. Und das heißt, die Antwort auf den Umgang mit der AfD ist nicht, dass die allermeisten Wähler so glühend überzeugt von ihr sind, sondern es ist oft Enttäuschung über unsere Politik. Und dazu gehören vor allem verschiedene Bereiche. Da war an vielen Stellen in den letzten Jahren natürlich der Aspekt der Migration, aber gar nicht nur wegen den konkreten Folgen sozusagen mit Blick auf Flüchtlingszuweisungen oder anderes mehr. Das haben wir in der Region gut gehandelt. Aber die Frage, die dahinter steht und die sich dahinter verbirgt, Handlungs- und Steuerungsfähigkeit des Staates. Das ist etwas, was die Leute bewegt. Kann der Staat die großen globalen Probleme lösen? Kann er steuern? Kann er sein Sicherheitsversprechen einlösen? Das ist und die andere Frage, das will ich hinterher schieben, ist natürlich etwas, was die Leute sehr bewegt. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dieses Versprechen. Und da geht es nicht um Gleichheit. Die Leute wollen nicht, dass es in Ueckermünde und in Demmin genauso ist wie in Berlin-Prenzlauer Berg. Sondern das soll ja schon anders sein, aber sie wollen gleiche Chancen haben. Und viele fühlen sich abgehängt. Ich mache das immer deutlich an einem Beispiel an der Stadt Wolgast aus meinem Wahlkreis. Viele kennen es, die Stadt als Tor zur Insel Usedom. Die freute sich 1990 auf die blühenden Landschaften und auf die Wiedervereinigung und hat seitdem erst den Kreissitz verloren, dann den großen Standort der Polizei, dann schloss irgendwann das Amtsgericht, dann schloss die Kindergeburtenstation im Krankenhaus. Die Deutsche Bank machte die Filiale zu und die Krankenkasse auch. Und die Leute fühlten sich schlicht nicht mehr als Gewinner und sahen keine Perspektiven. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verbildlicht unter dem Stichwort der Heimatpolitik eben auch zum Agenda-Thema für Berlin und für die Bundespolitik gemacht haben. Und nicht nur gesagt haben, es ist Raumplanung, da sollen sich die Länder drum kümmern, sondern das müssen wir auch wahrnehmen, auch die unterschiedliche Lebensrealität der Menschen.
Heimat, Identität sind ja Themen, die durchaus wieder, sagen wir mal, diskutiert werden. Und nicht umsonst hat Herr Seehofer die Heimat sozusagen seinem Ministerium auch als ein Arbeitsgebiet mit angegliedert. Bleiben wir einen Moment, als Sie sagten, Sie werden häufig dafür kritisiert, dass euch wurde wohl die CDU gemeint, ihr euch nicht genügend um uns kümmert. Nun hat die CDU ja jetzt in der Corona-Krise einen sehr unwahrscheinlich ansteigenden Aufschwung erlebt. Warum? Führen Sie das zurück auf Führung? Führen Sie es zurück auf Umstände? Führen Sie es zurück, dass es im Moment die Stunde der Exekutive ist? Und was sagt ein Abgeordneter dazu, dessen Rechte ja auch eingeschränkt worden sind und der sehr aufpassen muss, was da alles jetzt im Zuge der Corona-Krise kassiert worden ist? Ja, also zur Frage der vermeintlichen Stunde der Exekutive. Liebe, komme ich gleich. Vorab will ich sagen, ich freue mich, dass die CDU im Moment bei Umfragen bei 38% steht und nicht mehr bei 26. Weiß allerdings auch, dass das eine Momentaufnahme ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nervt mich an der Politik sowieso viel zu oft, dass wir uns so stark an Umfragewerten orientieren. Ja, also das ist, da muss man sagen, es darf nicht immer nur darum gehen, sondern muss auch um politische Inhalte und Überzeugung gehen. Für die streiten wir auch in der Corona-Krise. Und man sieht, die Menschen wollen in der Corona-Krise eben das Lösen von Problemen und nicht das Philosophieren in der Metaebene und nicht nur das Kritisieren, sondern pragmatisches Lösen von Problemen. Und gleichzeitig muss aber auch klar sein, die jetzt getroffenen Maßnahmen stoßen natürlich auf eine hohe Zustimmung, eine, wie ich finde, sehr verblüffend hohe Zustimmung, wenn ich mir das als Verfassungsrechtler erlauben kann, überrascht mich da manches, wie stark dann doch der Wunsch nach Verboten, Regulierung und Eingriffen ist und wie gering ausgeprägt der Wunsch dann teilweise sozusagen nach der beherzten Wahrnahme der Freiheit ist, bisweilen jedenfalls in den Umfragen nicht ablesbar. Und da muss ich schon sagen, das ist eine Momentaufnahme, garantiert aber nicht, dass das auch so bleibt, sondern Politik ist ja immer, so würde ich hoffen, nicht nur ein Sprint, sondern immer ein Langstreckenlauf. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir auch gut durch Corona uns durchmanövrieren als Land, weil daran werden wir dann im Ergebnis auch gemessen. Und die Frage Stunde der Exekutive, dem würde ich ja vehement widersprechen und wundere mich, dass das Parlament sich diesen Stempel so aufdrücken lässt. Es ist nicht die Stunde der Exekutive. Und so nett Ministerpräsidentenkonferenzen sind, sind die kein Verfassungsorgan und die Gesetze und die Entscheidungen trifft immer noch das Parlament. Und Rechtsverordnungen sind nicht in Kraft, wenn sich Ministerpräsidenten zusammensetzen und danach eine Pressekonferenz geben, sondern wenn sie eine parlamentsgesetzliche Grundlage haben, wenn sie verkündet sind. Und das ist es, was doch jetzt auch entscheidend sein muss. Wir müssen sehen, die erheblichen Eingriffe, die wir jetzt getroffen haben, auch die Vorgriffe auf die Zukunft mit großen, großen finanziellen Ausgaben, die wir jetzt schultern. Das ist nur möglich, weil wir als Parlament diesen Notfallmechanismus in der Schuldenbremse aktiviert haben. Viele der Dinge machen es ja auch notwendig, dass wir im Parlament zusammenkommen, jetzt gesetzliche Regelungen treffen. Und da wünsche ich mir auch eine selbstbewusste Wahrnahme dieser Verantwortung, ein selbstbewusstes Wahrnehmen. Und wir sollten uns da als Parlament nicht kleiner machen, als wir sind. Lieber Herr Amthor, Ihr Parteifreund Schäuble hat gewarnt und gemahnt und hat gesagt, man dürfe den Wert der Gesundheit nicht verabsolutieren. Auch Freiheit, Werte und Würde seien grundgesetzlich verbriefte Rechte. Und hat damit, glaube ich, das Gefühl vieler ausgedrückt, und Sie haben es eben anklingen lassen, dass diese Regulierungswut nicht zu weit gehen darf und dass man auch sehr stark daran denken muss, die Rechte wieder einzusetzen, die Bürger wieder in ihre Rechte einzusetzen. Sehen Sie da jetzt Handlungsbedarf und zwar auch akut? Ja, ich sehe permanent Handlungsbedarf. Denn wenn das Grundgesetz eines verbietet, dann Alternativlosigkeiten. Sondern das Grundgesetz lebt immer von der Abwägung. Dazu zwingen die Grundrechte der Menschen. Und deswegen müssen wir jede der Maßnahmen immer wieder auf einen Prüfstand stellen. Und klar sein muss, je länger ein Grundrechtseingriff andauert, je länger diese Beschränkungen der Freiheit andauern, desto unverhältnismäßiger werden sie in der Regel auch. Und Wolfgang Schäuble wurde natürlich auch vielfach kritisiert für seine Aussage, die er getroffen hat. Aber ich will doch schon deutlich sagen, er hat recht, wenn er sagt, der Höchstwert ist nicht per se Gesundheit, sondern die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist eben genuin etwas anderes als ein Optimierungsgebot für Gesundheit. Ich will deutlich sagen, ich halte an vielen Stellen die Maßnahmen der Regierung ja für sehr richtig. Ich glaube, man kann sie auch begründen
Und man kann jetzt über Details des Kurses streiten, aber das Ergebnis gibt uns insoweit überwiegend im Moment recht, dass wir einigermaßen gut im Vergleich zu anderen Ländern durch diese Krise kommen. Gleichzeitig warne ich aber davor, dass man jetzt sagt, das ist in Absolutheit so. Denn entscheidend muss für uns schon sein, dass dort auch Abwägungsprozesse stattfinden und dass wir auch diesen Zustand als krassen Ausnahmezustand sehen und wieder zu einer Normallage zurückführen. Die Verfassung, die Grundrechte sind nicht außer Kraft, sondern sie zwingen permanent und weiterhin zur Abwägung. Und genau das muss für uns entscheidend sein. Wiewohl ich auch sage, natürlich fällt es dann immer leichter, wenn man als Verfassungsrechtler über die allgemeine Lage der Welt mit dem Espresso Doppio in der Hand philosophiert, als wenn es wirklich dann die Leute eben auch ja konkret betrifft. Das müssen wir abwägen. Es gibt ein großes Bedürfnis dafür, dass wir diesen Epidemie... Hallo, jetzt ist es eingefroren. Ein Moment. Gebot dieser Zeit. Kommt wieder. Ja. Ah. Waren Sie einen Moment eingefroren? Wir haben das erledigt. Das ist erledigt. Herr Amthor, die Grünen haben gerade am vergangenen Wochenende einen virtuellen Parteitag gehandelt. Wahrscheinlich auch mit Espresso, aber dann jeweils am heimlichen Herd oder am heimischen Herd, wie es so schön heißt. Jetzt fällt Ihnen gerade ein Problem auf die Füße, nämlich Boris Palmer, der sich auch in diese Debatte um die Grenzen der Freiheit und die Frage der Behandlung von bestimmten Bevölkerungsgruppen eingemischt hat. Manche sagen, er ist viel zu weit gegangen. Andere sagen, warum verbietet man solche Debatten, auch wenn hier Grenzüberschreitungen vorgenommen worden sind, nach Meinung vieler? Haben Sie dazu auch eine politische Meinung? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es geradezu fatal, wenn man sagt, es gibt nur die eine richtige Meinung. Und ich finde, das sagt auch etwas über das Selbstverständnis einer Partei. Wenn man jetzt sagt, ja, also du bist jetzt persona non grata, nur weil du diese Position vertrittst und etwas ansprichst. Ich meine, das muss man nicht teilen, was der Boris Palmer da sagt. Ich finde jetzt auch nicht jeden Winkel dieses Artikels dort vernünftig, aber würde doch sagen, das ist eine legitime Meinung und Politik lebt doch gerade davon, dass es nicht die eine richtige Meinung gibt. Und deswegen, wenn ich das pointiert mir erlauben darf, ich habe das vorhin gesagt, das Grundgesetz zwingt zur Abwägung und es zwingt in gewisser Weise auch zu Öffnungsdiskussionsorgien, um diesen Begriff zu verwenden. Vielen Dank. Wir sind noch nicht in dem orgiastischen Zustand, aber eine offene Debatte und einen offenen Dialog, dafür sind wir bekannt. Ich darf jetzt zunächst mal herzlich Ihnen danken für den ersten Teil und für diesen auch sehr aufschlussreichen Verfassungskolleg, den Sie uns allen hier haben zuteilwerden lassen. Raban Fuhrmann hat eine Frage gestellt und die möchte ich gerne an Sie weitergeben. Wie sehen Sie die Lage der Demokratie in der Krise, besonders im Hinblick auf die Einbeziehung der Bevölkerung? Und damit meint er, ist ein umfassenderes, proaktives Informieren muss ein umfassendes, proaktives Informieren erfolgen, die den folgenschweren Entscheidungen zugrunde liegen muss? Und zweitens, sollen Sie sich als MdB-Fraktion Bundestag aktiv beraten lassen durch Bürger, zum Beispiel sein Vorschlag, Krisenbeiräte durch Zufall ausgesuchte Bürger? Das wäre die Demokratie von unten. Mhm. Bitte. Ja, also für die Abwägung ist das ganz wichtig, dass wir uns natürlich informieren, auch aus verschiedenen Aspekten. Und ich will sagen, das macht die Corona-Krise ja im Moment so besonders schwer in der politischen Handhabbarkeit, weil es nicht das eine Kriterium gibt. Da kann man sagen, was ist jetzt das Kriterium? Ist es die Zahl der Infektionen? Ist es die Zahl der Tests? Ist es der R-Faktor? Ist es die Entwicklung der Wirtschaft? Es ist immer auch alles. Und ich finde, deswegen hat Politik und ein überzeugender Politikstil auch immer etwas mit einem gewissen wissenschaftlichen Stil zu tun. Wenn man weiß, es gibt selten ganz richtig oder ganz falsch, sondern viele der Dinge, gerade wenn sie kompliziert werden und sich der Wahrheit am allerersten annähern, dann ist es ein Changieren, ein Abwägen verschiedener Aspekte und verschiedene Aspekte zu beleuchten. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir jetzt sagen, es ist natürlich die Stunde der Wissenschaft, wie so mancher sagt, aber ich wundere mich dann doch, wenn bisweilen mancher Politiker sagt, jetzt sei die Stunde eines Primats der Wissenschaft. Politiker müssen auf der Grundlage von Wissenschaft handeln, aber politisch entscheiden. Denn natürlich hat diese Situation jetzt verschiedenste Implikationen. Und da kann man nicht nur auf Virologen hören,
Da kann man auch nicht nur auf Epidemiologen hören, man kann auch nicht nur auf Volkswirte hören, aber man muss eine Abwägung treffen. Und genau das ist unsere politische Aufgabe. Was Demokratie von unten angeht, finde ich das richtig, vernünftig. Bin bei sozusagen einer Institutionalisierung immer etwas zurückhaltend, würde aber gleichzeitig sagen, Demokratie von unten, das ist auch das, was den Alltag eines Wahlkreisabgeordneten prägt. Also gehen Sie davon aus, ich bin nicht in der Käseglocke in Berlin und die meisten Abgeordneten, die einen Direktwahlkreis haben, sind es nicht, die dann irgendwie nur mal so das normale Leben der Menschen aus Erzählungen kennen, sondern wir leben ja auch tatsächlich bei uns in den Wahlkreisen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man dort versucht, sich möglichst breit aufzustellen und dass man es schafft, das war ja das Stichwort zufällige Zusammensetzung solcher Bürgergruppen, dass man sich eben, das muss man als Politiker tun, sich nicht nur in gewissen Filterblasen bewegt, sondern das Ganze immer, immer möglichst breit angeht und anlegt. Vielleicht eine Frage, die ein bisschen anschließt an das, was Sie eben gefragt wurden. Fühlen Sie sich ausreichend informiert und kompetent in schwierigen, komplexen Situationen politisch handeln zu können? Ich frage das auch mit Blick auf, dass manche sagen, Bundestagsabgeordnete heute sind aufgrund der Komplexität der Arbeitsüberlastung so belastet, dass sie nicht mehr zum Nachdenken, zum Durchdringen von Themen kommen und von daher dann auch nur bedingt entscheidungsfähig sind. Das höre ich zum Teil aus dem Bundestag selbst. Also eines ist klar, natürlich, trotzdem würde auch ich vor Hybris warnen. Natürlich hat man als Abgeordneter einen Kapazitätsnachteil im Verhältnis zur Bundesverwaltung zum Beispiel. Das ist natürlich so. Wir haben nicht die Apparate und auch nicht die Ressourcen und auch nicht sozusagen die gedanklichen Stunden pro Dossier, die eine Bundesverwaltung zum Beispiel aufbringen kann, die Ministerien aufbringen können. Deswegen ist ja aber die Idee des Parlamentarismus, dass dieses Weniger an Wissensressourcen durch ein Mehr an kontrollierender Macht aufgefangen wird. Und das muss man dann als Abgeordneter nur selbstbewusst wahrnehmen. Eine kluge Kunst ist immer zu hinterfragen. Und man muss natürlich auch persönlich die Schwerpunkte setzen. Ich war auch deswegen lange nicht auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken so aktiv, wie ich es heute bin, weil ich gesagt habe, naja, das ist unter Umständen auch Zeit, die mir fehlt, um Akten zu lesen. Jetzt habe ich den Tag einfach noch, die Nacht noch weiter verkürzt. Nein, Scherz beiseite, aber man kann ja sozusagen das optimieren, ist auch wichtig. Aber man muss sich schon die Zeit nehmen, um inhaltlich tief in den Dingen drin zu sein. Und dann ist es natürlich so, die Arbeitsteilung war ja schon immer eine kluge Idee für die Menschheit. Das gilt im Parlament auch. Und sich dann zu spezialisieren und mit einer gewissen Vorbildung zu kommen, ist dann natürlich hilfreich. Wir haben ein paar andere weitere Fragen. Die nächste, die ich an Sie stellen würde, es war ja mal in der politischen Kommunikation von dem sogenannten Rezo-Faktor die Rede, der plötzlich sozusagen mit einer einzigen Videobotschaft die CDU ein bisschen kalt erwischt hat. Markus Ziener fragt, mit dem Abstand von einem Jahr, welche Lehren hat die Union aus dem Rezo-Video gezogen und wenn ja, wo sind Veränderungen heute in der politischen Kommunikation sichtbar? Also ich bin immer wieder erstaunt, welche Aufmerksamkeit dieses Video erlangt und ein anderes nicht gesendetes Video erlangt. Also es ist bemerkenswert, muss man auch sagen, ein schönes Stück deutscher Mediengeschichte. Jedenfalls war das Abschneiden der Europawahl für die CDU natürlich ein hartes Lehrgeld und es war eine Melange verschiedener Dinge. Es war vorher schon der schwierige Weg zu einer einheitlichen Sprache im Bereich der Klimapolitik, es war im Bereich der jungen Generation die Schwierigkeit da sozusagen über die EU-Urheberrechtsreform, die ordentlich zu kommunizieren, dass es eben nicht um ein Verbieten des Internets geht, wenn ich das pointiert sagen darf, sondern um einen Schutz von geistigem Eigentum. Und dann war das Rezo-Video sozusagen die Sahnekirsche obendrauf. Und eines ist wichtig, im Internet zählt aus meiner Sicht, dass man erstens authentisch ist und zweitens, dass man auch eine gewisse Selbstironie pflegt. Die CDU hat es ja zum Beispiel ganz gut gemacht, als Greenpeace uns in dieser spektakulären Mission das C gestohlen hat. Manche erinnern sich, aus dem Konrad-Adenauer-Haus entführt. Da haben wir dann gesagt, naja, sollen sie es behalten, vielleicht entfaltet es eine heilsame Wirkung. Ich finde, das ist doch die viel bessere Reaktion, als sozusagen da jetzt irgendwie zu zeigen, dass man nicht flexibel ist. Und das ist,
glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und ich persönlich habe mich dann ja auch in der Folge der Rezo-Debatte ja auch bei Instagram angemeldet. Da zahlen die Zahlen ja ein großes Interesse. Und ansonsten muss man eben sagen, die Medien selbst haben ja dann, als Rezo sie kritisiert hat, die Medien eben in einem Video, da war das erstaunlicherweise nicht so stark rezipiert worden. Nun muss man sagen, so ist es. Das hat einen wunden Punkt getroffen, denn alle Parteien, glaube ich, können auch besser daran arbeiten, Social Media zu nutzen. Wir haben bitteres Lehrgeld bezahlt, aber daraus kann man auch lernen. Zwei Fragen, die ich gerne zusammenziehen möchte. Sie kommen von Dani Schindler und von Sven Sifken. Beide fragen, wie funktioniert die Wahlkreisarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie und wie organisieren Sie die gerade skizzierte Vernetzung mit Bürgern in Gruppen in den Zeiten von Kontaktbeschränkung? Sehr konkrete Fragen. Ja, das ist natürlich komplizierter. Auch das zeigt, weshalb aus einer demokratietheoretischen Sicht und aus einer parlamentstheoretischen Sicht das Ganze zu einer Ausnahme oder weiterhin eine Ausnahme bleiben sollte. Denn natürlich ist die Wahlkreisarbeit jetzt eine andere. Nicht unbedingt eine weniger intensive, sondern ich telefoniere häufig von morgens um 7 bis abends 23 Uhr mit den Unternehmern aus meinem Wahlkreis. Erst jüngst natürlich wieder viel mit den Hoteliers auf der Insel Usedom, die sich fragen, wie geht es mit dem Tourismus weiter? Anderes mehr. Aber ich glaube schon, das zeigt sich auch, wenn man sich die Kommunikation in der Corona-Zeit anschaut, dann leben viele von uns, wenn wir uns da mal selbstkritisch reflektieren, doch eher von den Erfolgen aus der Zeit vor Corona, nämlich von unseren Netzwerken, die wir bis dahin schon hatten. Es fällt in Zeiten von Corona auch mit digitalen Formaten weiterhin einfach, Netzwerke zu pflegen, zu nutzen, Beziehungen im Wahlkreis, die ich habe, gut verdrahtet in alle Bereiche. Wenn ich was aus dem Bereich der Landwirtschaft habe, weiß ich, welche drei Landwirte rufe ich an, um zu fragen, wie kommt das bei euch an? Wenn ich eine Sache habe, die die Kommunalfinanzen betrifft, weiß ich, wie rufe ich die ehrenamtlichen Bürgermeister an? Die Leute wenden sich aber auch an mich, weil sie mich als Ansprechpartner vor Ort kennen. Das heißt, da habe ich ein Netzwerk, auf das ich aufbauen kann, aber natürlich, in Zeiten, wo die persönliche Nähe fehlt, fällt es in Zeiten von Corona eben auch schwerer, tragfähige, belastbare soziale Beziehungen zu bilden. Und deswegen muss es für uns wichtig sein, dass das Ganze die Ausnahmesituation bleibt. Klassische Medien, häufig inzwischen auch als Lügenpresse, vor allem die öffentlich-rechtlichen, beschimpft auf der einen Seite soziale Medien und soziale Räume, auf der anderen Seite Social Media, auf der anderen Seite. Da gibt es inzwischen einen Gegensatz, der wird auch zum Teil ja sehr betont. Eine Frage, die daran anschließt, Stichwort Filterblasen. Soziale Medien wie Instagram haben das Potenzial, zwar politische Partizipation zu revitalisieren, sie schaffen aber Blasen auch. Leute, die sich sozusagen immer wieder selbstreferenziell bestätigen. Ist das ein Problem? Ja, das ist definitiv ein Problem und ist nicht nur isoliert, sondern es hat ja eine ganze Reihe von Folgeimplikationen. Eines der großen Probleme der sozialen Netzwerke ist die dort vorherrschende Gleichwertigkeit der Informationen. Wir kennen das alle, wenn wir auf unserem Handy durch Facebook, Instagram, sonst etwas swipen oder sliden und uns die einzelnen Beiträge anschauen, dann erscheint dort eben ein Meinungsbeitrag von einem Rezo oder ein Meinungsbeitrag meinetwegen auch von einer Alice Weidel als häufig gleichwertige Information wie ein recherchierter Beitrag des Deutschlandfunks. Diese Gleichwertigkeit verführt dazu, bei manchen in der Timeline nicht mehr die frühere Gatekeeper-Funktion der Presse zu verinnerlichen. Da kann man auch hinterfragen, ob die sinnvoll und ob die gut ist. Aber jedenfalls ist es so, dass die schlecht recherchierten Fakten, die Halbwahrheiten, häufig sogar die Unwahrheiten, im Internet als gleichwertig erscheinen neben gut recherchierten und richtigen Dingen. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr problematisch ist, wo wir auch als Politiker drauf reagieren müssen. Und eine Antwort darauf ist natürlich Bildung und ein Verständnis davon, wie man mit der Richtigkeit, mit dem Falschsein, mit dem Manipulieren des Internets umgeht. Und Filterblasen, ja, eine der beeindruckendsten Studien, die ich dazu gelesen habe, mit Blick auf die USA, ist die, dass aus dem letzten Präsidentschaftswahlkampf es so war, dass man mal die Leute analysiert hat, die Donald Trump auf Twitter folgen und die analysiert hat, die Hillary Clinton auf Twitter folgen. Und es zeigte sich dabei, die Zahlen habe ich jetzt nicht auf die Nachkommastelle, aber dass 80 oder 90% der jeweiligen Trump-
oder Hillary Clinton-Follower nicht einen einzigen in ihrer Freundesliste hatten, die jeweils dem anderen gefolgt sind. Und das ist schon etwas, was uns bedenklich stimmen muss. Und darauf muss Politik auch Antworten geben. Natürlich ist es verführerisch, diese Filterblasen zu nutzen, um sozusagen einen Akzeleratoreffekt für die eigenen politischen Überzeugungen zu schaffen. Das ist auch wichtig, weil es Kampagnenfähigkeit schafft. Aber man darf nicht glauben, so sage ich das manchmal kritisch einigen Hauptstadtjournalisten, die Lebensrealität lässt sich besser aus der Lebensrealität als aus einem Twitter-Feed ablesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, für das wir als Abgeordnete gerade aus Regionen jenseits der Hauptstädte immer auch werben sollten. Von den Medien zurück zu den Parlamentariern. Hier habe ich einen Kommentar oder einen Hinweis und drei Fragen, die ich zusammenziehen möchte. Der Hinweis zum einen heißt von Wolfgang 01. Sie betonen sehr und zu Recht, dass Sie ein direkt gewählter Abgeordneter sind. Nehmen Sie das als Kompliment. Gleichzeitig gibt es drei weitere Hinweise, die heißen dann, wie sollen die aber nie per Liste gewählten Abgeordneten agieren, ohne jede lokale Anbindung? Und wie viele soll es davon künftig geben? Und das zum Abschluss gebracht, fragt Roland Hoffmann-Theinert, was unternimmt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Amthor zur Reduzierung der Anzahl der Überhangmandate und damit zu einer Verkleinerung des Parlaments? Ja. Wir wissen alle, das steht auf der Agenda, scheint unglaublich schwierig zu sein. Das ist Ihre Partei auch maßgeblich beteiligt, die natürlich... Streite ich vehement. Ja. An den Zahlen müssen Sie sich auch halten, Herr Amthor. Ja, aber ich finde es ja gut, Sie sehen auch dadurch, dass ich den Direktabgeordneten so hoch halte, das hat auch damit zu tun, dass ich als Innenpolitiker, als Verfassungsrechtspolitiker der Fraktion natürlich auch zuständig bin, auch für das Wahlrecht, für das Parlamentsrecht. Und ich sage Ihnen, diese Entwicklung, die wir dort erleben, ist ein echtes Ärgernis, weil die Opposition uns treibt mit Vorschlägen, die sich nur in Richtung eines Verhältnismäßigkeitswahlrechts, eines Verhältniswahlrechts entwickeln. Und ich sage auch aus der Betonung dessen, was Direktabgeordnete bedeuten, dass das nicht das bessere Modell ist. Ich sage deutlich auch, die Direktabgeordneten und die Listenabgeordneten, das sind nicht Abgeordnete erster und zweiter Klasse. Und ich kenne auch aus der Opposition und auch über die Liste gewählt viele, viele Kollegen, die echt klasse sind, die hervorragende Arbeit machen und die sich auch um ihre Wahlkreise kümmern. Aber ich will Ihnen nur mal eins sagen, damit man die Position der CDU in dieser Frage versteht. Im Bundeswahlgesetz gibt es eine Vorgabe, dass 598 Abgeordnete im Deutschen Bundestag sein sollen. Das ist die Regelgröße, 598. Davon 299 direkt gewählt und 299 über die Liste. Und seit 2002, seit wir 299 Direktwahlkreise haben, ist diese Zahl der direkt gewählten Abgeordneten natürlich gleich geblieben. 2002, 2005, 2009, 2013, 2017, immer 299 Abgeordnete. Die Zahl der Listenmandate ist allerdings auch durch die Verfassungsgerichtsentscheidung natürlich gestiegen. Und wir haben schon heute ein Ungleichgewicht, dass wir 299 Wahlkreisabgeordnete haben, aber über 400 Abgeordnete mit Listenmandat. Und deswegen ist für mich blümerant, dass das Problem nicht weiter zu Lasten der direkt gewählten Abgeordneten gelöst werden kann. Dazu haben wir Vorschläge gemacht. Dazu sind wir mit insgesamt 5 Vorschlägen auf die Opposition zugegangen. Und da kann ich nur sagen, mich ärgert das schon. Wir beziehen die Opposition mit ein, obwohl wir, das sage ich auch mal deutlich, es insoweit gar nicht müssten als das Wahlrecht, ich halte es nicht für empfehlenswert, aber durch 50+1 gelöst werden kann. Also da braucht man nicht mal eine verfassungsändernde Mehrheit. Und wir gehen permanent auf die Opposition zu und die halten nur, weil es ihnen nützt, an dem Verhältniswahlrechtssystem fest, wollen sogar noch mehr in Richtung der Verhältniswahl verschieben. Und das finde ich persönlich nicht richtig. Trotzdem muss es zu einer Lösung kommen, denn ansonsten ist es natürlich so, dass die Leute auch natürlich sagen, uns Bürgern muten die Politiker so viele Einschnitte zu, wenn es um sie selbst geht, tun sie es nicht. Deswegen sollten wir das tun, sollten wir dort Einschnitte vornehmen, so wie wir es jetzt im Übrigen auch bei der Anpassung der Diäten ja zum Beispiel getan haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, auch nach außen und gerade auch in den Zeiten von Corona. Aber man sollte da nicht eine Lösung finden, die falsch ist, so wie es ein weiterer Weg in die Verhältniswahl wäre. Das war jetzt der Politiker Amthor und auch der Parteipolitiker. Ihre Stimme wird gehört, Ihre Stimme wird auch mitentscheidend sein. Kommen wir nochmal zu Corona. Corona wird irgendwann vorbei sein, aber dann werden wir die Corona-Krise aufarbeiten müssen, auch unter dem Aspekt,
wie haben wir informiert, wie sind wir informiert worden und was war von den vielen Informationen, auf deren Basis Entscheidungen getroffen worden sind, die häufig, wie Sie selbst gesagt haben, auch restriktiv waren, richtig und falsch. Rolle des Robert-Koch-Institutes, Rolle der Virologen, Rolle der Politik. Wird das ein Scherbengericht werden? Wird das sehr sachorientiert aufgearbeitet werden? Und muss es überhaupt aufgearbeitet werden? Es muss in der Demokratie und kann immer alles aufgearbeitet werden. Und das finde ich auch richtig und notwendig. Und ich habe überhaupt nichts gegen das Robert-Koch-Institut und auch erst recht nichts gegen Herrn Professor Wieler. Ich wundere mich aber manchmal schon über die Institutionengläubigkeit, die sich manchmal an Begriffen festmacht. Das Robert-Koch-Institut, ich glaube dessen Zahlen. Aber das Robert-Koch-Institut ist, wenn der Verwaltungsrechtler in mir spricht, dann sage ich, das ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Genauso wie etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das Bundeskriminalamt eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums ist. Und beim Robert-Koch-Institut, da überschlagen sich dann alle Journalisten in Zustimmung und sagen, genauso muss es sein. Und in der medialen Öffentlichkeit auch manche Politiker sagen, aber unsere Experten vom Robert-Koch-Institut sagen das. Wenn ich zur Terrorismusbekämpfung sage, ja, aber der Präsident des Bundeskriminalamtes sagt, er braucht diese Kompetenz. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagt, er braucht die Kompetenz für die Online-Durchsuchung. Dann wird gesagt, das ist jetzt aber, ist ja eine befangene Sicht. Da geht es nicht um Befangenheit des Robert-Koch-Instituts, sondern da geht es einfach um eine mediale Diskussion. Ich habe schon manchmal gesagt, jetzt müssten wir einfach, weiß ich was, das Bundeskriminalamt umbenennen in das Bundesinstitut für Sicherheitsfragen und vielleicht glaubt man dem dann auch mehr. Das kann ich jedenfalls sagen. Es ist immer ratsam, auf Experten zu hören, aber manchmal wundere ich mich, wie unreflektiert dann manches übernommen wird, wo dann einfach eine gewisse Institutionengläubigkeit da ist, die ja an manchen Stellen auch gut ist, die mich aber so als freiheitlicher Geist manchmal ein bisschen wundert. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ich würde gerne Ihnen eine sehr praktische Frage von Benjamin Höhne weitergeben. Meine Tochter, sagt Benjamin Höhne, 9 Jahre, würde gerne wissen, warum Ihre Schule keinen Online-Unterricht anbietet. Da scheint ja ein grundsätzliches Problem zu herrschen, wenn man sich diese unglaublichen Zahlen, 1/3 aller Schulen hat keinen Wi-Fi-Anschluss, sich mal zu Gemüte führt. Ist da über Jahre wahnsinnig viel versäumt worden? Also ich glaube schon sehr deutlich, dass uns jetzt die Corona-Krise gerade im Bildungsbereich auch vor Augen führt, wo dort Defizite sind. Und man muss immer sagen, Digitalisierung bedeutet ja mehr als nur einen Internetanschluss zu haben. Digitalisierung ist noch nicht damit erreicht, dass man auf der Couch sitzen und auf dem iPad surfen kann. Und Digitalisierung der Verwaltung ist noch nicht damit erreicht, dass es im Landratsamt einen Breitbandanschluss gibt. Und Digitalisierung in der Schule und in der Universität ist nicht damit erreicht, dass man ein Whiteboard installiert. Selbst daran fehlt es ja an manchen Stellen schon. Ja. Was ich mir aber wünschen würde, sind auch an der Stelle konzeptionelle Ideen, konzeptionelle Überlegungen. Das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist, was wir auch im Bereich der Universitäten im Übrigen auch sehen, wo man, glaube ich, manche Inhalte, da kann man die Chancen des Internets, der Digitalisierung noch sehr, sehr viel besser nutzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das im Schulbereich auch tun. Und ich glaube, das ist für manche sozusagen auch ein Weckruf gewesen, hoffe es dann aber für die 9-jährige Tochter, dass dann da auch wieder eine Beschulung in einer vernünftigen Art und Weise möglich ist. Eine Frage zur Rolle und zum Bundesverfassungsgericht von Monika Kreuz. Sie fragt, welche Rolle soll das Bundesverfassungsgericht in dieser Krisensituation übernehmen? Kann und soll es Leitlinien definieren, die nicht überschritten werden dürfen? Ja, das definiert der verfassungsändernde Gesetzgeber in der Verfassung, die das Bundesverfassungsgericht auslegt. Ich halte das Bundesverfassungsgericht für eine großartige Institution. Bin ja dafür im Innenausschuss auch zuständig. Und es ist vor allem eine historische Klugheit, dieses Gericht so in dieser Form als Verfassungsorgan zu haben. Gleichzeitig, und das sage ich jetzt ohne Kritik am Verfassungsgericht, auch aus der Verfassungstradition, aus der wir kommen, wenn ich aber im Ausland unterwegs bin, egal ob in Großbritannien, in den USA oder im Europaausschuss, bin ich auch für Dänemark zuständig, wenn ich dort mit Verfassungsrechtlern spreche, wundern die sich über manche Dinge, die unser Bundesverfassungsgericht entscheidet, in der Art und Weise, welche Vorgaben dort gemacht werden, weil sie sagen, but it's politics. Ja, viele der Dinge,
Das ist auch eine gewisse Tendenz. Man muss immer skeptisch sein, wenn Politiker in Berlin eigene Entscheidungen sagen, die können wir jetzt nicht treffen, da hat das Bundesverfassungsgericht aber dieses und jenes. Ein schwarzes Peterspiel nach Karlsruhe geht und funktioniert gar nicht. Man kann sich über manche Entscheidungen ärgern, man kann sie auch nicht richtig finden. Aber am Ende hat die Politik die Verantwortung, Dinge auch zu ändern, Dinge zu diskutieren. Und deswegen, das Bundesverfassungsgericht ist eine super Institution, wobei auch erlaubt sein muss, dass man manches Mal über die Detailverliebtheit der Regelungen dort vielleicht manche Fragezeichen setzt. Wenn ich etwa in den Bereich schaue des sozialen Existenzminimums, finde ich es dann doch bemerkenswert, wie man aus der Verfassung dann Centbeträge herausrechnen kann, wie und was geregelt sein muss. Wenn man sieht, wie im Bereich der datenbezogenen Verarbeitung der Einschränkungen der Sicherheitsbehörden dort detaillierte Dinge geregelt werden, die eigentlich dem Gesetzgeber vorbehalten werden, dann kann man daran auch mal verfassungspolitische Kritik üben. Trotzdem, das Verfassungsgericht als solches ist eine sehr gute funktionierende Institution und hat ja auch die Zähne jetzt in Corona gezeigt, hat ja deutlich gemacht, schon dass die Gottesdienstverbote, die ich ja von Anfang an in dieser Pauschalität für verfassungswidrig gehalten habe, jedenfalls in der Ausprägung, wie sie waren, Nordrhein-Westfalen hat es besser gemacht mit Verabredungen sozusagen ohne Verbotscharakter. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja sehr schnell gekippt, gestoppt und da wird es noch manche Entscheidungen geben, so wie die Gerichte jetzt etwa diese völlig willkürliche 800 Quadratmeter Festlegungen für die Ladenöffnung ja an vielen Stellen gekippt haben. Das ist richtig und notwendig und es gehört auch dazu. Da muss man sich als Politiker nicht grämen, aber es zeigt auch, dass es richtig ist, dass im Rechtsstaat Gewaltenteilung so funktioniert, dass man sich gegenseitig Grenzen setzt und daran erinnert, sich an diese Grenzen zu halten. Vielleicht eine Frage zu Ihnen persönlich zum Abschluss. Sie erinnern in Ihren politischen Debattenfähigkeiten im Bundestag so ein bisschen an den scharfzüngigen Helmut Schmidt, der auch keine Gelegenheit ausgelassen hat, den politischen Gegner vorzuführen. Sie haben das mit der AfD unter Beweis gestellt, dass Sie das können und auch leidenschaftlich können. Und wenn Sie auf den Marktplätzen unterwegs sind, dann fällt einem ein bisschen der Menschenfischer Helmut Kohl auf. Haben Sie ein politisches Vorbild? Es muss ja gar nicht in der anderen Partei sein. Sie können hier ganz offen reden. Also Sie haben ja jetzt die Vergleichsparameter schon viel zu hoch gesteckt. Das würde ich ja mal gleich sagen. So, ich würde sagen, eins ist klar, man sollte, Vorbilder sind immer gut, aber man, Authentizität ist wichtig. Und ich würde sagen, man sollte nicht einem zentral nacheifern, sondern von Leuten, die etwas gut können, sich daran orientieren. Und da gibt es viele, die verschiedene Dinge sehr, sehr gut können. Meine Reviernachbarin, die Bundeskanzlerin zum Beispiel, schätze ich natürlich sehr dafür, wie sie analytisch an Dinge rangeht, wissenschaftlich abwägt, wie diszipliniert, bodenständig sie ist. Das schätze ich sehr. Eine hochintelligente Frau. Und das ist eine tolle Sache, wo man sicherlich manche Anleihe nehmen kann. An Wolfgang Bosbach zum Beispiel schätze ich sehr, dass er mit seiner lockeren Art es immer wieder schafft und geschafft hat, mich beeindruckend komplizierte Themen einfach zu erklären. Auch das ist eine wichtige Eigenschaft. Und da könnte ich jetzt viele fortsetzen, aber ich glaube, wie gesagt, das Wichtige ist, was Leute gut können, das sollte man dann versuchen, sich auch anzueignen, wenn es einem selbst liegt. Und Authentizität, das ist das Wichtigste. Eine nachdenkliche Frage an einen Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern. Angela Merkel hatte Ihnen mal empfohlen, nicht in Hamburg, sondern sozusagen in Ihrer Heimat zu studieren. Und hat gesagt, da wird die Politik gemacht, da gehören Sie hin. Nun sehen wir 30 Jahre nach dem Fall der Mauer plötzlich wieder eine gefühlte Bruchlinie bei vielen und eine Debatte, die ich für überflüssig, aber vielleicht auch für notwendig halte. Spüren Sie das in Ihren Wahlkreiserfahrungen, dass da etwas gärt, was plötzlich wieder virulent auch die politische Debatte beeinflusst? Und wie gehen Sie damit um? Also ich sehe ehrlicherweise mit Sorge, dass manche Politiker immer noch den Hang haben, Deutschland nach Himmelsrichtungen aufzuteilen. Das halte ich für grundfalsch. Natürlich gibt es noch Unterschiede. Auch naturgemäß von der Prägung. Niemand kommt ohne Prägung. Das ist auch gut so. Aber natürlich gibt es Unterschiede, das merke ich besonders intensiv. Ich meine, ich engagiere mich ja auch sehr für die transatlantischen Anliegen, ob in der Atlantikbrücke, in anderen Bereichen, was mir sehr am Herzen liegt und merke dann doch in meinem Wahlkreis eine an vielen Stellen schon verbreitete Skepsis oft, insbesondere gegenüber den USA, was oft in der Tagespolitik, aber oft auch in grundsätzlichen Dingen begründet ist. Oft erlebe ich eine sehr stark ausgeprägte Milde mit Russland. Und
Das sind schon Themen, wo man dann auch manchmal sieht, natürlich gibt es da Gründe, kann man jetzt vertieft einsteigen. Aber wichtig ist doch das gegenseitige Verständnis füreinander. Und ich halte jedenfalls von dieser Ost-West-Trennung schon deshalb nicht viel, weil ich glaube, das boomende, sich wirtschaftlich entwickelnde Leipzig, das jetzt sozusagen per se schlechter zu stellen, gedanklich, als die Zonenrandgebiete, die früheren in Hessen, in Niedersachsen, das wird doch der Lage nicht gerecht. Und am Ende, vor allem eines mag ich nicht, wenn man dann dieses Trennen zwischen Ost und West mit so einer Jammerattitüde verbindet, wie es da mancher macht. In diesem Land kann man so viel erreichen, wenn man fleißig ist, sich anstrengt, wenn man dafür Bedingungen schafft. Und dafür kämpfe ich leidenschaftlich, dass wir auch im Osten noch mehr vorankommen und wir können uns alles zutrauen und sind da kein Jota schlechter, weil was am Ende zählt, sind gute Argumente und die haben wir Ossis auch. Vielen Dank. Ich wollte auf einen positiven Schluss hin. Sie haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir sind Brückenbauer, Sie sind Brückenbauer. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Und ich glaube, allen, die mit dabei geblieben sind und mit dabei waren, haben Politik aus erster Hand erlebt. Leidenschaftliche Politik, überzeugende Politik. Dafür herzlichen Dank. Wir werden Sie weiter beobachten, wir werden Sie weiter einladen. Mit Espen müssen Sie rechnen und wir hoffen, dass wir auch mit Ihnen weiter rechnen können. Herr Ja, Amthor, total herzlichen gerne. Dank. Mir hat Freude gemacht. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Gleichfalls Ihnen auch danke. Tschüss und an alle, Tschüss. die dabei waren. Auf Wiedersehen.